Herzlich willkommen. Wir freuen uns riesig, dass ihr so viele seid und dass ihr euch alle dafür interessiert, für die Tagung Marx, Rechtskritik bei Marx und Paschukanis. Genau. Das ist die erste Marx-Frühjahrsschule, die hier stattfindet. Ich bin Anne-Kathrin Krug. Ich bin Rechtsanwältin hier in Berlin und im Kapitallesekreis-Teamerin hier bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und ich gehöre auch zur AG Rechtskritik. Die AG Rechtskritik hatte die Idee für diese Tagung und wir sind sehr froh, dass wir diese Tagung zusammen machen können mit dem Arbeitskreis Kritische Juristinnen und Juristen, dem AKJ Berlin von der Humboldt-Universität, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Helen Panke und Top Berlin. Die Workshops, die stattfinden werden, werden geteamt von Personen, die auch zur AG Rechtskritik gehören. Danach vielleicht ein bisschen mehr dazu. Wir haben uns an diesem Format der Marx-Herbst-Schule orientiert. Das beinhaltet, dass wir erstmal eine Einführungsveranstaltung machen und dass dann Workshops zu mit verschiedenen Personen, die verschiedene Kenntnisstände haben, stattfinden. Hier haben wir heute einen Workshop, der sich speziell an Frauen wendet. Wir haben dann einen fortgeschrittenen Lesekreis oder Workshop für Personen, die sich schon länger damit beschäftigt haben, mit der allgemeinen Rechtslehre und Marxismus von Paschukanis und die vielleicht schon ein bisschen tiefer in diese ganze Materie eingestiegen sind und sich austauschen wollen. Dann haben wir einen Workshop mit Personen mit mittleren Vorkenntnissen, die den Reader gelesen haben und solchen, die den Reader nicht gelesen haben. Das ist dann sozusagen die dritte Gruppe, nee, die vierte. Und finally, wir haben noch einen Workshop, der sich an Personen wendet, die überhaupt gar keine Vorkenntnisse haben, weder Marx noch Paschukanis oder die zumindest so denken, dass sie relativ unsicher da mit sind. Genau, wir werden jetzt ungefähr bis kurz vor 7 machen. Danach wird es eine Pause geben, dann könnt ihr was essen. Im Raum 7, Seminarraum 7 hier gegenüber, wird es dann Brötchen geben. Und es gibt hier, das habt ihr vielleicht schon gesehen, Getränke hinter dem Raum dort, wo ihr euch bedienen könnt. Es gibt noch eine wichtige organisatorische Ankündigung, die ich gerne machen möchte, und zwar für morgen. Morgen Abend gibt es auch eine Podiumsdiskussion, eine Veranstaltung, die heißt, woher kommt der Staat zur Herausbildung und Form von Recht, Staat und Ware? Und da haben wir eingeladen Ingo Elbe und Heide Gerstenberger. Und diese Veranstaltung findet nicht hier statt, sondern die findet in der Humboldt-Universität statt, unter den Linden, im Senatssaal. Das ist im Hauptgebäude, über der Treppe, wo das schöne Marx-Zitat steht, wenn ihr euch da auch orientieren wollt. Genau. Wie ihr euch am besten zuordnet zu den Gruppen. Ihr habt sicherlich schon diese Tafel dort gesehen. Das machen wir nachher. Nach der Veranstaltung nehmt ihr, also wenn ihr im Rausgehen seid, nehmt ihr einfach da einen Stift, die da zur Verfügung stehen, tragt euch ein mit einem Strich, wo ihr euch zuordnet, damit wir ein bisschen Überblick bekommen und haben, wie groß die jeweiligen Gruppen sind, damit wir uns auch ein bisschen darauf einstellen können. Genau. Gut. Jetzt befinden wir uns auf dem Einführungspodium und ihr merkt, ich sitze hier mit zwei Personen und angekündigt waren eigentlich drei Personen und ich muss leider damit beginnen, dass ich sagen muss, dass Andrea Mayhofer heute leider krank geworden ist und deswegen nicht da ist. Deswegen wird der Vortrag zu Marx und Recht leider ausfallen. Wir versuchen aber ein klein bisschen zu improvisieren. Jedenfalls habe ich vorhin Andreas Arndt gefragt, ob er nicht ein wenig zu Marx und Recht auch einschieben kann und ein wenig dazu improvisieren kann. Und er hat gesagt, ja, er versucht es. Danke dafür. Gut. Rechts von mir sitzt wir haben jetzt zwei Andreas, es kann sein, dass ich ab und zu mal ein bisschen durcheinander bin, aber das ist Andreas Harms. Andreas Harms hat Rechtswissenschaft und Neue Geschichte in Göttingen studiert, ist jetzt Rechtsanwalt in Berlin und hat eine Promotion geschrieben, sehr interessant, sie heißt Warenform und Rechtsform zur Rechtstheorie von Eugen Paschukanis. Und Andreas Harms wird für uns eine Einführung ins Leben und Werk von Paschukanis geben.
Links von mir sitzt, wie ich schon gesagt habe, Andreas Arndt. Andreas Arndt ist Professor an der Humboldt-Universität und hat einen Lehrstuhl für Philosophie an der Theologischen Fakultät. Er hat eine Habilitation geschrieben zu Karl Marx, Versuch über den Zusammenhang seiner Theorie. Und Andreas Arndt haben wir eingeladen, um uns ein paar Einblicke in Marx und Pashukanes Methode zu geben und der Frage auf den Grund zu gehen, ob denn die Analyse der Rechtsform bei Pashukanes ähnlich gelungen ist wie die bei Marx, die Analyse der Warenform. Genau. Vielen Dank. Ich gebe dann an Andreas Harms ab. Ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung und für die einleitenden Worte. Vielleicht vorab eine kleine Anekdote. Also ich bin Andreas Harms. Ich freue mich ja, dass ihr so zahlreich erschienen seid hier, weil als ich damals, ich glaube 1993, hallo? 1993 in Göttingen im Roten Buchladen, Buchladen Rote Straße stöberte, entdeckte ich dieses Werk, diese Wiederauflage von Pashukanes, das der Andreas Arndt da liegen hat. Das war eigentlich nur eine Reproduktion. Und wusste zum ersten Mal in meinem Jurastudium, was ich machen wollen würde, nämlich mich mit Pashukanes zu beschäftigen. Obwohl das ja zugegebenermaßen ein sehr dünnes Werk ist, aber das doch eine Menge hergibt, finde ich. Und deswegen umso erstaunlicher, dass gerade Rechtskritik bei Marx und Pashukanes heute so reges Interesse findet. Also, Eugen Pashukanes. Ich gebe ein paar biografische Daten. Eugen Branislavovich Pashukanes, geboren 1891, war schon sehr früh aktiv in der sozialdemokratischen Arbeiterjugend in Russland. Musste dann 1910 Russland verlassen, weil ihm die zaristische Polizei die Verbannung angedroht hatte und hielt sich dann in München auf, wo er studiert hat. Es gibt auch, ich kenne sie nicht, aber Fragmente einer Doktorarbeit über, ich glaube, im Arbeitsrecht ist auch nicht weiter wichtig. Ganz wesentlich ist vielleicht für den Hintergrund seiner Arbeit, dass er natürlich in München auch Gelegenheit hatte, deutschsprachige Rechtstheorie, Rechtsphilosophie zu lesen. Und natürlich auch, davon gehe ich zumindest aus, kann ich aber nicht belegen, deutschsprachige, also Marx, Engels in deutscher Sprache. Wobei man gleich vorausschicken muss, dass seinerzeit natürlich wenige Werke überhaupt, was heißt wenige Werke, nicht viel veröffentlicht war und er sich auch nicht auf das gesamte, wie heute die Mega zur Verfügung stellt, das gesamte Werk beziehen konnte. Also wichtig für ihn war natürlich das Kapital, der erste Band, Kritik des Gotha-Programms. Das waren so wesentliche Schlaglichter, mit denen er sich beschäftigen konnte. Er ist dann nach dem Studium München 1914, war er wieder in Russland und hat sich dann den Bolschewiki angeschlossen. Nach der Oktoberrevolution war er kurzzeitig als Volksrichter tätig und ist dann später im Außenministerium auch tätig gewesen. Vielleicht eine kleine Randbemerkung dazu. Da war er auch beteiligt oder beteiligt gewesen sein am Rapallo-Vertrag, ein Vertrag geschlossen zwischen Deutschland und der Sowjetunion. Er war noch weiterhin Berater in der Vertretung hier in Berlin. Ab 1927 war er gemeinsam mit seinem Kollegen Peter Stutschka in der Akademie der Wissenschaften tätig und gründete seinerzeit dann die Sektion für allgemeine Theorie des Staates und des Rechtes. Schließlich 1931 wurde er zum Direktor des Instituts für Sowjetrecht und Sowjetaufbau, hieß es dann in seiner Zeit, und löste damals auch Stutschka ab. Der ist in 32 auch verstorben. Vielleicht auch hier ein kleiner Hinweis darauf, dass Pashukanes, obwohl er mit Stutschka eigentlich, also beide galten quasi als Begründer dieser Warentauschkonzeption, zu der ich gleich komme, dass aber Stutschka schon früh sozusagen in Ungnade gefallen ist und nach seinem Tod 32 auch ebenso wie Pashukanes später nicht mehr Erwähnung fand. Aber Pashukanes hat sich sozusagen bis 37 dann halten können. Er wurde 36 noch stellvertretender Kommissar der Justiz und dann kam das traurige Ende. 37 ist er verschwunden. Wie gesagt, ich selbst kenne jetzt keine originalrussischen Quellen und spreche auch kein
Russisch, obwohl mir das mal Hermann Klenner nahegelegt hatte, doch Russisch zu lernen, aber darauf habe ich dann verzichtet. Ist vermutlich erschossen worden. Darauf deutet zumindest eine Rehabilitation 1956 hin vor einem Militärgerichtshof, das in 1937 vermutlich erschossen worden ist. Es gab seinerzeit Artikel, die gegen ihn sozusagen, die ihn angriffen, in der Pravda und auch später durch Andrei Wyschynski, vielleicht auch ein Begriff, Chefankläger der Moskauer Prozesse, war Generalstaatsanwalt, hat nochmal 38, nachdem Paschukane schon verschwunden war, nochmal seine Theorie als Schädlingstheorie bezeichnet. Vielleicht kurz zum Verständnis. Das Hauptwerk von Verständnis dieser Biografie, das Hauptwerk, also Allgemeine Rechtslehre und Marxismus, inzwischen dieser Ausgabe hier, erstmals erschien 1924, beruhte auch auf einem kleinen Vortrag eigentlich nur, gab es dann in vier Auflagen. War natürlich deswegen ein Problem, weil auch die Politik der Sowjetunion sich fortwährend änderte. Sozusagen nach dem Kriegskommunismus, nach 17, gab es die neue ökonomische Politik. Danach wiederum, auch mit, nach Lenins Tod und sozusagen Stalins Herrschaft, gab es dann wieder eine andere Form. Das Problem lag vor allen Dingen darin, dass er in seinem Hauptwerk die Absterbethese formuliert hatte. Dazu will ich nachher noch mal etwas Näheres sagen. Wichtig vielleicht ist für das Verständnis, dass er dann 1930, 31 anfing, seine Theorie zu revidieren. Es gibt mehrere Aufsätze, die ins Deutsche übersetzt worden sind, aus denen man genau erkennen kann, dass er in verschiedenen Etappen quasi abgerückt ist von der Absterbethese und nicht mehr davon ausging, dass sozusagen das Absterben von Staat und Recht unmittelbar bevorsteht, weil das natürlich nicht passte zur realen Politik in der Sowjetunion. Ähnliches Schicksal hat weit zuvor Bucharin erlitten, 1929, der ja ebenfalls die These vom Absterben des Staates und des Rechts vertreten hat. Und wie gesagt, auch eigentlich im Endeffekt auch Stuchka, der dann zwar nicht ermordet wurde, aber der auch keine Rolle mehr spielte in der sowjetischen Rechtstheorie. Ja, ich würde jetzt gerne mal was zum Werk sagen. Der Untertitel des Werkes Allgemeine Rechtslehre und Marxismus lautet ja eigentlich Versuch der Kritik der juristischen Grundbegriffe. Ich stelle natürlich die Frage, was sind die juristischen Grundbegriffe? Und hier würde ich wiederum anknüpfen an sozusagen an den Aufenthalt von Paschukanis in München, wo er sich beschäftigen konnte mit der vorwiegend deutschsprachigen Rechtstheorie, Rechtsphilosophie. Dazu muss man wissen, dass die Rechtstheorie noch damals noch gar nicht ausgebildet war. Man kann sich ja ohnehin darüber streiten, ob die Rechtswissenschaft als Wissenschaft gilt. In jedem Fall waren erst seit Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt, kann man davon sprechen, dass es eine Rechtstheorie gibt. Und da gab es natürlich verschiedene Ansätze. Einmal die Natur- und Vernunftrechtslehren, dann aber vor allen Dingen sozusagen der aufkommende Rechtspositivismus, verschiedene Ausprägung neben eben soziologischen Theorieansätzen in der Rechtstheorie. Aber ihm ging es eben darum, eine Kritik dieser juristischen Grundbegriffe zu formulieren, wozu man natürlich wissen muss, was diese juristischen Grundbegriffe beinhalten. Zum einen würde ich zu den Grundbegriffen zählen Rechtsnorm, zum zweiten Rechtsverhältnis, aber vor allem eben den Begriff des Rechtssubjekts bei Paschukanis, an dem er auch vor allen Dingen anknüpft und sich damit auch ganz vehement gegen die sozusagen seinerzeit vorherrschende oder zumindest auch schon vorherrschenden rechtstheoretischen Strömungen wandte, also die schon einen leicht positivistischen Einschlag hatten und sich von den vorherigen Naturrechts-, Vernunftrechts-, Ansätzen absetzten. Vielleicht dazu ein Name, Hans Kelsen, der geläufig ist, spielte auch nicht eine unwesentliche Rolle für die Kritik von Paschukanis. Hans Kelsen hat später mit seiner reinen Rechtslehre eine Theorie entwickelt, die sozusagen so ein bisschen aus dem sogenannten Neukantianismus kommt, indem er verschiedene Wissenschaftsrichtungen
beschreibt. Einmal sozusagen Designswissenschaften, Naturwissenschaften, wenn man so will, oder Kausalwissenschaften. Auf der anderen Seite eben die Sollenswissenschaft und sagt, das Recht ist eine reine Sollenswissenschaft und hat sich eben nicht mit Tatsachen zu beschäftigen. Heute ist sicher die Diskussion eine ganz andere und ist auch sicher eher von historischem Interesse. Für Pashukanes war das aber deswegen wichtig, sich davon abzusetzen, um klarzumachen, dass das Recht zwar eine eigene oder die Rechtsrecht eine eigene Beschäftigung beanspruchen kann, aber eben nicht sich loslösen lässt von soziologischen Elementen. Er fasst dann quasi diese wesentlichen Elemente oder die allgemeinen Rechtsbegriffe, wie er sie nennt, Rechtsnorm, Rechtsverhältnis, Rechtssubjekt unter dem Begriff Rechtsform. Das ist auch ein schwieriger Begriff in seinem Gesamtwerk, weil darunter verschiedene Tatbestände gefasst werden. Man kann aber diesen Begriff eigentlich nur abgrenzen zu den Rechtsinhalten. Ihm geht es eben darum, dass das Recht eine besondere Form der Regulierung von gesellschaftlichen Verhältnissen darstellt. Ganz gleichgültig, welche speziellen Rechtsinhalte die einzelnen Gesetze beinhalten. Dabei kann man auch anknüpfen, also versucht Pashukanes anzuknüpfen natürlich an Marx und erklärt, dass diese Rechtsbegriffe im eigentlichen Sinne auch reale Begriffe sind, dass sie eben nicht nur ideologische Konstrukte sind, sondern dass sie auch reale Verhältnisse widerspiegeln und auch reale Funktionen ausmachen. Zum Zweiten sind sie eben nicht nur reale Begriffe, sondern sie eben auch historisch. Das ist für ihn auch ein ganz wesentlicher Punkt. Er sagt, das Recht ist historisch, denn erst das bürgerliche Recht ist Recht par excellence, also erst eigentliches Recht. Alle vorhergehenden rechtlichen Formen, Institutionen waren noch nicht das eigentliche Recht. Und das ist auch sozusagen das Problem, das ihn zu seiner Absterbethese führt, weil er das Recht ja als bürgerliches Recht begreift und zugleich den Rechtsbegriff historisch bestimmt, dass er davon ausgeht, dass das Recht eben auch ein vorübergehendes Phänomen bleiben wird. Seine Warentauschkonzeption letztendlich entwickelt er ähnlich wie Marx sozusagen berühmte These von der ungeheuren Warensammlung gleich am Beginn des ersten Bandes an einer unendlichen Kette von Rechtsverhältnissen. Man muss sich das so vorstellen, dass er sozusagen die ganze Gesellschaft als unendliche Kette von Ansprüchen und Forderungen und Verpflichtungen begreift und dabei immer das Rechtssubjekt als zentralen Punkt auffasst, aber eben nicht die Rechtsnorm als Primäres. Das Rechtssubjekt ist also Ausgangspunkt seiner gesamten Theorie und er versucht dann eben diese Analogie herzustellen des Rechtssubjekts zum Begriff der Ware. Rechtssubjekt ist sozusagen inhaltlich unbestimmt. Das Rechtssubjekt kann verschiedenste Forderungen, Ansprüche stellen, ist aber immer hat immer die Fähigkeit, dass es eben Rechte ausüben kann. Immer diese Bedeutung, dass es Rechte ausüben kann. Welche Rechte es denn im Einzelnen sind, spielt erstmal keine Rolle. Und da kann er eben diese Analogie zur Ware ziehen, sozusagen, und diese Differenzierung zwischen Gebrauchs- und Tauschwert. Ist natürlich dann klar, dass er das Rechtssubjekt in eins setzt mit dem Warenbesitzer. Ich möchte dazu mal ein kurzes Zitat bringen von Pashukanes. Und zwar: In diesem Band ist es Seite 42. Ich lese mal kurz vor. So stehen zum Beispiel die Dinge mit dem Privateigentum. Erst das Moment der freien Veräußerung deckt im vollen Maße das prinzipielle Wesen dieser Institution auf, obwohl zweifellos das Eigentum als Aneignung früher bestanden hat, als nicht nur die entwickelten, sondern auch als die embryonalsten Formen des Tausches. Das Eigentum als Aneignung ist die natürliche Konsequenz jeglicher Produktionsweise. Aber nur innerhalb einer bestimmten Gesellschaftsformation nimmt das Eigentum seine logische, einfachste und allgemeinste Form des Privateigentums an, in der es bestimmt ist als die einfache Bedingung des ununterbrochenen der ununterbrochenen Wertzirkulation nach der Formel W-G zu W.
Vielleicht kann man an diesem Punkt schon erkennen, auch bestimmte Kritiken erkennen, weil er natürlich scheinbar oder auch anscheinend sich auf einfache Warenzirkulation bezieht, indem man diese Formel benennt. Und man muss natürlich die Frage stellen, ob es nicht sinnvoller oder richtiger wäre, sich eigentlich auf die Formel G zu beziehen, statt auf diese Formel. Er beantwortet die Frage aber insoweit, dass er auch sagt, es geht nicht nur um eine Art von einfacher Warenzirkulation, sondern es geht auch um die Frage des kapitalistischen Eigentums und sagt eben, diese Eigentumsform besteht darin, in der Freiheit zur Verwandlung des Kapitals in verschiedenste Formen. Und dafür ist Voraussetzung eben, dass jedes Subjekt als Rechtssubjekt Anerkennung erfährt und jedes Rechtssubjekt die Fähigkeit hat, am Markt aufzutreten und rechte Ansprüche durchzusetzen und auch mittels staatlicher Gewalt durchzusetzen. Insoweit ist natürlich jeder Mensch eigentumswürdig, auch wenn er selbst kein Eigentum hat. Und das Subjekt ist eben der Träger von diesen Rechten und Pflichten. Das ist natürlich dann weiterhin für seinen Staatsbegriff auch ausschlaggebend. Sein Staatsbegriff ist nicht besonders weit entwickelt, aber ganz wesentlich ist er, dass er quasi in zwei Teile zerfällt. Er sagt einerseits, der Staat ist auch etwas historisch abgeleitet, quasi der Ordnungshüter der Marktinstanz, also die übergeordnete Instanz, die neutrale Instanz, die den Markt reguliert. Und ohne den Staat wäre ein Markt nicht möglich und eben auch kein Warentausch. Andererseits sagt er aber auch, es gibt staatliche Einrichtungen, die sind quasi einer rechtlichen Bewertung oder rechtlichen Analyse gar nicht zugänglich, von Polizei bis Armee und so weiter. Das ist für ihn alles außerhalb des Rechtsbegriffs. Ganz entscheidend also hier ist eben, dass er sagt, der Markt kann nur funktionieren ohne Zwang, wobei letztendlich immer der Staat als letzte Instanz über dem schwebt und den notwendigen Zwang auch ausüben kann, soweit notwendig. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt. Er hat dann diese Warentauschkonzeption auch übertragen auf die Fragen des Strafrechts und auf die Fragen der Moralität. Er sagt, Kants kategorischer Imperativ ist quasi die typische Ethik der warenproduzierenden Gesellschaft. Vielleicht dazu auch ein kleines Zitat. Moralische Persönlichkeit nichts anderes ist als das Subjekt der warenproduzierenden Gesellschaft, so muss sich das moralische Gesetz als Regel des Verkehrs zwischen Warenbesitzern offenbaren. Dies gibt dem moralischen Gesetz unvermeidlich einen zielspätigen Charakter. Einerseits muss dieses Gesetz ein gesellschaftliches sein und so über der einzelnen Persönlichkeit stehen. Andererseits ist der Warenbesitzer seiner Natur nach Träger der Freiheit, das heißt der Freiheit anzueignen und zu veräußern. Und darum muss auch die Regel, die den Verkehr zwischen Warenbesitzern bestimmt, in die Seele jedes Warenbesitzers verlegt werden, dessen inneres Gesetz sein. Der kategorische Imperativ Kants vereinigt diese widersprechenden Forderungen. Er ist überindividuell, weil er mit irgendwelchen natürlichen Regungen, mit Furcht, Sympathie, Mitleid, Solidaritätsgefühl nicht zu schaffen hat. Nach dem Ausspruch Kants schreckt er nicht, überzeugt er nicht, schmeichelt er nicht. Er hat seinen Ort außerhalb aller empirischen, das heißt einfach menschlichen Motive. Soweit Paschukanis. Ja, zuletzt möchte ich mal kurz auf die Absterbethese eingehen, die wiederum eigentlich das größte Problem war für seine eigene Biografie. Er konnte sich bei der Absterbethese natürlich auf Marx, auf das Gotha-Programm, Kritik des Gotha-Programms beziehen, zum Zweiten aber auch auf Lenin, wobei Lenin immer vor allem Staat der Revolution betont hat, dass das Absterben ein langer Prozess sei. Also diese Zwei-Phasen-Dynamik quasi zu durchlaufen wäre, erst Sozialismus, dann Kommunismus. Und Paschukanis knüpft daran unmittelbar an und entwickelt noch ein weiteres Theorem, nämlich das der rechtlichen Regel und technischen Regel, das aber auch meiner Ansicht nach nicht überzeugend ist. Er führt nämlich eine Differenzierung ein zwischen rechtlichen Regeln, die sozusagen diese Warentauschkonzeption voraussetzt, also die Einführung des Rechtsobjekts als Warenbesitzer, andererseits aber die technischen Regeln, die außerhalb warenproduzierender Gesellschaften gelten müssen, im Sinne von notwendigen Regelungen.
Er kann das aber auch nicht näher ausführen. Vielen Dank, Andreas Harms. Ich gebe weiter an Andreas Arndt. Vielleicht dazwischen, weil du schon angefangen hast mit einem Kritikpunkt, möchte ich noch ein wenig Werbung machen für die Veranstaltung am Sonntag. Die heißt Kritik der Kritik, Kontroversen um Paschukanis. Da haben wir Andreas Fisan, Osren Popovac und Simon Birnbaum eingeladen. Ja, wie angekündigt habe ich eben sozusagen beim Eintreffen hier erfahren, dass ich also auch noch was allgemein zur Rechtstheorie bei Marx sagen soll. Das ist natürlich insofern schwierig, nicht etwa, weil mir dazu nichts einfallen würde, sondern weil die Materie äußerst kompliziert ist. Das hängt damit zusammen, dass Marx sich zum Thema eigentlich immer nur beiläufig und in sehr verschiedenen Kontexten geäußert hat. Und man eben immer auch genau gucken muss, ist das nun spezifisch auf diesen Kontext bezogen? Wie weit lässt sich das generalisieren? Gibt es vielleicht Äußerungen, die auch in eine andere Richtung verweisen? Marx selbst war ja Jurist. Das muss man ja nochmal betonen. Sein akademischer Lehrer in Sachen Rechtsphilosophie war Eduard Ganz, nicht der Hegel-Schüler, der unter anderem dadurch bekannt war, dass er von dem Begründer der historischen Rechtsschule Savigny aufgrund seiner jüdischen Abstammung verfolgt wurde. Savigny hat die sogenannte Lex Ganz erwirkt, der zufolge, das war sozusagen ein Gesetz, was gemacht wurde, als Ganz an die juristische Fakultät berufen werden sollte. Und diesem Gesetz zufolge durfte kein Jude in preußischen Landen ordentlicher Professor werden. Ganz ist dann nach Paris gegangen, hat mit dort auch unter anderem die französischen Sozialisten der damaligen Zeit, vor allem Saint-Simon und so weiter, studiert, hat das dann später auch in die hegelische Rechtsphilosophie mit hineingetragen und ist dort zum Christentum konvertiert. Und da also jüdisch sein damals rein religiös noch bestimmt war, wurde er dann auch trotz des Gesetzes, was gegen ihn gemacht worden war, auf Betreiben Savignys zum ordentlichen Professor berufen. Der hat damals übrigens vor bis zu 2000 Leuten seine Vorlesungen gehalten. Schwer vorstellbar, wie das allein akustisch gegangen ist. Er ist weitgehend vergessen, ich glaube auch heute nicht so besonders präsent. Die Nazis haben ihn nicht vergessen. Es war eine der ersten Aktionen nach 1933, dass das Grab von Ganz geschleift wurde. Dem sollte man vielleicht auch nochmal nachgehen in Berlin. Ich erwähne das deshalb, weil Marx sozusagen hier aus einem hegelianischen Kontext herauskommt und denkt im sozusagen allgemein rechtstheoretischer Hinsicht. Und ich glaube, man muss sich vieles, was Marx verstreut sagt, das ist jedenfalls meine These, zusammensetzen vor diesem Hintergrund. Das heißt also, ich bin geneigt, Marx in diesen Dingen ein Stück weit hegelianisch zu lesen. Und das jetzt nicht im Horizont einer wie immer gearteten revolutionären Dialektik. Dazu hat Marx dann auch immer nur verstreut und gelegentlich etwas gesagt, sondern im Horizont sozusagen einer Theorie der Gesellschaft. Ich glaube, dass Marx im Wesentlichen damit beschäftigt ist, die hegelische Theorie des objektiven Geistes, also
die seine Theorie der Gesellschaft und des Staates umfasst, die in den Grundlinien der Philosophie des Rechtes am relativ ausführlichsten dargestellt hat. Es sind natürlich auch nur Grundlinien, also ein Kompendium. Es ist keine im Detail durchgeführte Argumentation, das muss man sich auch wieder klar machen, dass er dabei ist, diese Theorie sozusagen neu zu durchdenken und vor dem Hintergrund vor allem des Problems im Verhältnis bürgerliche Gesellschaft und Staat neu zu bestimmen. Hier gab es ein Problem bereits für Hegel. Ich will das nicht weiter ausführen. Ich habe gesehen, da auf dem Büchertisch liegt dieses schöne Buch von Frank Ruda, Hegels Pöbel, was ich bei der Gelegenheit gerne empfehle. Ruda hat sein Gegenüber allen möglichen Interpreten zum ersten Mal wieder darauf aufmerksam gemacht und stark gemacht, dass Hegel sozusagen das Problem der bürgerlichen Gesellschaft nicht nur im Pauperismus sieht. Pöbel ist nicht, sind nicht die Pauper und die Armen, sondern Pöbel. Mit Pöbel bezeichnet er eine Gesinnung, die sozusagen zur Aufkündigung der Rechtsgemeinschaft und damit des politischen Gemeinwesens führt. Und das sieht er in zwei Punkten gegeben, nämlich durch die Armut, die dazu zwingt, dass sozusagen das Recht, welches ja das Recht der Reichen zu sein scheint, verächtlicht wird. Aber auch, es gibt eben auch reichen Pöbel. Der reiche Pöbel ist derjenige, der aufgrund seines Reichtums meint, er könne sich alles erlauben. Man könnte sich ungefähr vorstellen, was Hegel zu heutigen Zuständen zu sagen hätte. Dieses Problem, also eine Aufkündigung der Rechts, sozusagen des Rechtszustandes, der Rechtsgemeinschaft, das ist, glaube ich, das Kernproblem. Und dabei geht es letztlich, glaube ich, von Marx darum, zu fragen, wie eigentlich in diesem Bereich, in der Sphäre der Produktion, der bürgerlichen Gesellschaft, in der Sphäre des Produktions, des Verkehrs, Freiheitsrechte noch geltend gemacht werden können. Kurz gesagt, ich würde Hegel, Marx Perspektive auf die Rechtsproblematik sehr zentral auf den Begriff der Freiheit konzentrieren, wobei er mit Hegel die Auffassung teilt, dass es sozusagen keine negative Freiheit gibt. Also das naturrechtliche Vergesellschaftungsmodell, das gewissermaßen freie, ungebundene, atomisierte Individuen, das entspricht dann schon so ein bisschen das, wie Pashukanes sich die Rechtssubjekte vorstellt, die er ja nach diesem Modell, dazu will ich nachher noch was sagen, sich auch vorstellt, dass solche Individuen sich dann also plötzlich vergesellschaften und sie müssen dann irgendwie miteinander zurechtkommen und das schafft Recht. Das ist weder Hegels noch Marx Auffassung, sondern umgekehrt. Sie kennen vielleicht den berühmten Spruch von Marx, nicht der Mensch ist sozusagen auch in dem Sinne ein Zoon Politikon, also ein politisches Wesen, dass er sich auch nur in Gesellschaft vereinzeln kann. Nicht? Das heißt also, das freie einzelne Individuum ist Resultat einer gesellschaftlichen Entwicklung und nicht deren Voraussetzung. Das ist ganz wichtig, um zu begreifen, dass für Hegel und ich glaube auch für Marx das Recht als abstraktes Recht nicht in der Weise in der Kritik steht, dass gesagt wird, wie es Pashukanes dann auch machen wird. Hier wird sozusagen von allen möglichen Besonderheiten abstrahiert, sondern dass dieses Recht, es mag diese Abstraktion eben auch haben, aber zugleich Freiräume schafft. Das heißt, also solche individuellen Freiräume werden erst durch Rechtsstrukturen generiert. Und das ist ein historisch fortschrittliches Produkt. Und das kennzeichnet sozusagen die Moderne, dass schließlich der Mensch sozusagen qua Mensch als Rechtssubjekt gilt, als Person gilt und damit eben auch Freiräume, individuelle Entwicklung hat.
Marx thematisiert das, das ist sozusagen eine Ebene, wo bei ihm Recht vorkommt, natürlich im Kapital, wenn er darauf hinweist, dass also in der Sphäre der Zirkulation Freiheit und Gleichheit der Rechtssubjekte sozusagen vorherrscht und eigentlich den Ort hat. Nun ist die Frage, was kann man daraus ableiten? Kann man daraus ableiten, dass hier nun die Rechtsform abgeleitet wird und damit alles gesagt sei? So begegnet uns das ja bei Paschukanis dann in der Konsequenz. Oder ist es der Hinweis darauf, dass in dieser Sphäre zunächst einmal alles tatsächlich nach diesen Grundsätzen vor sich geht? Ich meine, Letzteres will Marx sagen, denn er weist darauf hin, dass in der Zirkulationssphäre genau diese Prinzipien nicht verletzt werden, ungeachtet dessen, dass in der Produktion es dann also zur Produktion und Aneignung von Mehrwert kommt. Ich glaube, die Mehrwerttheorie muss ich jetzt hier in diesem Rahmen nicht explizieren. Also ich verzichte jetzt jedenfalls erstmal darauf. Dann bedeutet das letztlich nur, und ich glaube, Marx stellt die Frage auch so, wenn er über den Umschlag im Aneignungsgesetz in Anlehnung an Cherbolier schreibt, Marx stellt die Frage auch so, dass sozusagen innerhalb der Produktionssphäre nun etwas gemacht werden muss, um dort sozusagen den formalen Grundsatz der Freiheit nicht nur formal zur Geltung zu bringen, sondern auch inhaltlich zu füllen. Das heißt also, die Abhängigkeit des Lohnarbeiters, der in diesem doppelten Sinne frei ist, er ist einerseits freies Rechtssubjekt, aber eben auf der anderen Seite auch frei von den materiellen Bedingungen zur Verwirklichung seines Arbeitsvermögens, dass er sozusagen tatsächlich auch im materiellen Sinne frei wird. Das scheint mir dort der Punkt zu sein. Ich kann daraus nicht ablesen, dass Marx, und ich kenne auch keine Stelle, aus der man also folgern könnte, dass Marx grundsätzlich etwas sagt gegen sozusagen rechtliche Strukturen als Strukturen, welche gesellschaftliche Verhältnisse regeln, in dem Sinne, dass hier Freiräume für Individuen geschaffen werden. Der zweite Punkt. Marx geht ja generell davon aus, dass eine künftige Gesellschaftsordnung sozusagen auf der Basis der Errungenschaften der kapitalistischen Produktionsweise sich zu etablieren habe. Auch darüber ist viel diskutiert worden. Vor allem ist sozusagen daraus auch immer wieder abgeleitet worden, dass der alte Austrier da so etwas wie ein Produktionsjunkie ist in dieser Hinsicht. Ich lasse es mal dahingestellt, ich glaube das nicht so. Ich glaube, an einem ganz wichtigen Punkt kann man klar machen, was das bedeutet, weil Marx es selbst sagt. Ich werde das nachher auch noch ausführlich zitieren. Er sagt, dass die künftige Gesellschaft sozusagen auf der Basis der Errungenschaften der kapitalistischen Produktionsweise das Gemeineigentum an den Bedingungen der Produktion wiederherstellt und damit auch das individuelle Eigentum an den Resultaten der Arbeit. Was das bedeutet, ist im politischen offiziellen Marxismus so gut wie nie diskutiert worden. Meistens kommt dann also die etwas merkwürdige Behauptung, nee, das betrifft so die Konsumgüter. Also jeder Proletarier darf seine individuelle Zahnbürste behalten oder so etwas. Ich halte das für großen Unfug, diese Deutung, denn das gibt es auch im Kapitalismus, das muss man im Kommunismus nicht wiederherstellen. Damit ist offensichtlich etwas anderes gemeint. Damit ist gemeint, dass eben auch das, was Hegel das Recht der Besonderheit nennt, in dieser Sphäre zur Geltung gebracht wird. In der Hinsicht würde ich sagen, geht es Marx darum, sozusagen auch persönliche, individuelle Freiräume gesellschaftlich zur Geltung zu bringen.
Das kann man auch sozusagen an den Formulierungen, die zwar keine Rechtsformulierungen sind, aber sozusagen jenseits des Romantizismus einer unmittelbaren Identität des Individuellen und Allgemeinen sich bewegen, nämlich seine Äußerung über das Reich der Notwendigkeit und Freiheit absehen. Das Reich der Freiheit ist zunächst einmal freie Zeit. Und diese freie Zeit ist die Bedingung dafür, hier jetzt auch individuelle Lebensentwürfe zu realisieren. Hier ist der Mensch sozusagen dann in der Lage, sich selbstbestimmt in einer Weise zu äußern. Und dafür ist eben die Bedingung auch die Abgrenzung eines solchen Freiraums. Und ich glaube, dass er eine ähnliche Idee überhaupt hat. Das heißt also, dass es ihm darauf ankommt, ein Zusammenspiel zu denken von individuellen Entfaltungs- und Realisierungsmöglichkeiten und einer gesellschaftlichen Entwicklung, in der die Individuen nicht wie in der kapitalistischen Produktionsweise in Abhängigkeitsverhältnissen stehen. Und schließlich gibt es auch noch die Ebene, die wenig beachtet wird. Verstreute Bemerkungen, die man findet, zum Beispiel in den Instruktionen und Stellungnahmen des Zentralrats der Internationalen Arbeiterassoziation, also der von Marx mitbegründeten Ersten Internationale, wo er sehr offensiv Überlegungen angestellt hat, mit Hilfe allgemeiner Gesetze sozusagen zu grundlegenden Veränderungen zu kommen. Das betrifft im Rahmen der Ökonomie der Zeit, wurde von ihm das als systemüberwindend angesehen. Die forcierte Einschränkung des Arbeitstages betrifft natürlich auch Schutzmaßnahmen wie Verbot von Kinderarbeit und dergleichen mehr. Also dort wird explizit gesagt, dass mit solchen Kampagnen für allgemeine Gesetze, Marx legt großen Wert darauf, eben dass das Gesetz allgemein ist. Das wird hier nicht, also Recht wird hier nicht als klassengebunden bezeichnet. Sozusagen das Proletariat in der Lage ist, so sagt er wörtlich, ich habe jetzt leider das Zitat nicht dabei, sozusagen in der Lage ist, die Macht, die sonst gegen sie agiert, sozusagen in ihren Diener zu verwandeln. Auch das spricht nicht dafür, dass er eine rechtsnihilistische Position eingenommen hat. Wie er sich dann die folgende Entwicklung vorgestellt hat, und das ist ja auch eine Stelle, die Paschukanis diskutiert, nicht die Kritik des Kotower Programms mit der Überschreitung des engen bürgerlichen Rechtshorizonts. Hier muss man sich klar machen, es geht um Äquivalententausch. Es geht darum, dass zunächst einmal in der sozialistischen Gesellschaft, wie Marx ausführt, sozusagen abgerechnet wird, noch nach der geleisteten Arbeit. Das heißt, sie werden formal Äquivalente getauscht. Und dann, sozusagen, wenn es möglich ist, diesen, wie er sagt, engen bürgerlichen Rechtshorizont zu überschreiten, also jedem nach deinen Fähigkeiten und Bedürfnissen irgendwie etwas zuteil werden zu lassen, den arbeiten zu lassen, ändert sich das. Ich glaube, hier meint sozusagen der enge bürgerliche Rechtshorizont nicht das Recht überhaupt, sondern das, was wir heutzutage auch zwischen zwei Buchdeckeln, meistens in Rot, als bürgerliches Gesetzbuch, nicht? Bürgerliches Recht existiert. Ich glaube auch, die Fehldeutung, als ob es hier um Recht überhaupt geht, sollte man sozusagen nicht weiter kolportieren. Also soweit meine allgemeinen Anmerkungen zu Marx. Ich gebe zu, das ist jetzt eine Rekonstruktion, die sozusagen vor dem Hintergrund sozusagen eines an Hegel orientierten systematischen Entwurfs erfolgt. Mir ist es allerdings die einzige Konstruktion, die irgendwie diese doch sehr disparaten Äußerungen, also irgendwo einen halbwegs
stimmigen Zusammenhang bringt. Auch wenn man natürlich Marx' Werk ist ja also in höchstem Maße Work in Progress, nicht immer unterstellen kann, dass es dort wirklich an allen Ecken und Enden Stimmigkeit gibt. Ja, soweit dieser Vorspruch. Und jetzt komme ich also zu dem, was ich eigentlich leisten sollte, etwas zu sagen zur Methode in Pashukanes Allgemeine Rechtslehre und Marxismus. Da dann vielleicht doch noch ein Wörtchen sozusagen zum Methodenverständnis. Nach dem alten Hegel und Marx hat sich das ja zu eigen gemacht, die dialektische Methode. Was bezeichnet er sie als das letzte Wort aller Philosophie, die er nun auch fruchtbar machen will, ist ja die Methode die Form der Selbstbewegung ihres Inhalts. Ich will das jetzt hier nicht philosophisch erläutern, was das heißt. Jedenfalls so viel, ich rede nicht über Methode losgelöst jetzt von diesen Inhalten, um die es geht. Das kann man nicht. Also insofern gibt es vielleicht ein paar Wiederholungen auch hinsichtlich dessen, was wir schon eben gehört haben bei der Vorstellung von Pashukanes und seinem Buch. Aber das ist vielleicht auch für so eine Eröffnungsrunde gar nicht schlecht. Dann sind vielleicht so ein paar Merkpunkte schon mal gesetzt. Systematisch hätte ja eigentlich Marx die Rechtsproblematik verhandeln müssen im weiteren Verfolg des Großprojektes, von dem ja die drei Bände des Kapital nur ein kleiner Teil sind. Da war ja noch alles Mögliche geplant, unter anderem ein Buch über den Staat. Also da hätte das natürlich reingehört. Dieses Buch hat er nun nicht geschrieben, wie wir alle wissen. Und er hat an anderer Stelle in der Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie von 1959 dann gesprochen, unter anderem über die ökonomische Basis und den Überbau. Und dazu gehört eben auch der juristische Überbau. Diese Basis-Überbau-Geschichte ist natürlich eine tatsächlich vieldeutige Metapher. Aber für manche scheint das dann doch hinreichend zu sein, zu sagen, naja, Recht gehört irgendwie in den Bereich der Ideologie und Herrschaftstechnik und steht dann in irgendeiner Entsprechung zur ökonomischen Basis, speziell der warenproduzierenden Gesellschaft. Bei Lukács in Geschichte und Klassenbewusstsein, in dem Verdinglichungsaufsatz, gibt es sozusagen einige Hinweise in der Richtung. Althusser hat das dann ja später auch aufgenommen in seiner Rede von der Rechtsideologie. Und auch Pashukanes, glaube ich, gehört dazu. Er versucht, das eine eben aus dem anderen abzuleiten. Also die Rechtsform aus der wahren Form irgendwie verständlich zu machen. Pashukanes zufolge sind Rechtskategorien, zitiere, objektive Denkformen, die den objektiven gesellschaftlichen Verhältnissen entsprechen. Nicht? Also er wendet sich damit gegen Theorien, die sagen, naja, das ist sozusagen, kennt man ja also aus der Ideologietheorie, das ist nur sozusagen so eine Art psychologischer Nebel, der da irgendwie einigen Leuten sozusagen im Hirn schwebt. Nein, er sagt, es ist eine objektive Form. Das heißt also, sie hat schon ein Fundamentum in re, wenn sie aber auch sozusagen die gesellschaftlichen Verhältnisse, denen sie entsprechen, diese Rechtsform, zugleich in Analogie zum wahren Fetischismus mythisch verkleidet. Er spricht ja auch von einem Rechtsfetischismus in Analogie zum wahren Fetischismus, nicht? Und da ist schon deutlich, Marx versucht hier eine Parallele zu ziehen zwischen Pashukanes versucht eine Parallele zu ziehen zwischen der marxischen Warenanalyse und seiner Analyse der Rechtsform. Und Recht, so sagt er, ist eine in mystische Nebel gehüllte Form irgendeines spezifischen gesellschaftlichen Verhältnisses. Und zwar eine mystische Nebelform eines Verhältnisses, welches seine Form, die Rechtsform, dann auch wieder auf andere Verhältnisse übertragen könne.
Das ist wichtig, denn wir haben hier genau genommen jetzt sozusagen eine doppelte Übertragung vor uns. Nicht? Auf der einen Seite, die gesellschaftlichen Verhältnisse übertragen ihre Form auf die Rechtsform, aber die Rechtsform sozusagen überträgt sich dann wiederum auch auf gesellschaftliche Verhältnisse, sprich gesellschaftliche Verhältnisse werden dann tatsächlich nach dieser Form geregelt und das macht eben auch gerade ihre Objektivität aus. Nicht? Also das, was der späte Engels in einigen Bemerkungen, in seinen Briefen dann als Rückwirkung des Überbaus auf die Basis charakterisiert hat, nicht? Das wird sozusagen in diesem Theorem aufgenommen. Das Recht ist die Form spezifischer gesellschaftlicher Verhältnisse, also durch diese selbst in seiner Form bestimmt, überträgt dann aber wiederum die spezifische Form, die Rechtsform, auf andere Verhältnisse. Die These, dass die Rechtsform durch die wahren Form bestimmt sei, wird im Ergebnis ergänzt durch die These, dass gesellschaftliche Verhältnisse unter bestimmten Bedingungen einen rechtlichen Charakter annehmen, so Paschukanis. Geschieht das nicht beliebig, sondern nur insoweit, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse, die dann einen rechtlichen Charakter annehmen, eben selbst sozusagen eine solche Entsprechung nahelegen. Das heißt also, es braucht dafür eine Voraussetzung. Und die grundlegende Voraussetzung hierfür ist nach Paschukanis die Gegensätzlichkeit privater Interessen, genauer gesagt die Gegensätzlichkeit der Interessen von Privateigentümern. Ich zitiere: Diese ist sowohl die logische Voraussetzung der Rechtsform als auch die reale Ursache der Entwicklung des juristischen Überbaus. Das Einnehmen eines spezifisch juristischen Standpunktes zu gesellschaftlichen Verhältnissen werde überhaupt erst ermöglicht dadurch, Zitat, dass sich in der Waren produzierenden Gesellschaft die verschiedensten Verhältnisse vom Typus der Verhältnisse des Handelsumsatzes angleichen und folglich innerhalb der Rechtsform unterbringen lassen. Nicht? Also es kommt sozusagen auch sozusagen zu einer gewissen Formierung gesellschaftlicher Verhältnisse, zum Beispiel hier der Verhältnisse des Handelsumsatzes, die dann sozusagen unter die Rechtsform gefasst werden können. Das Privatrecht, und zwar, wie ausdrücklich sagt, in erster Linie das Vermögensrecht, ist somit der Kern der Rechtsform überhaupt. Damit ist zugleich gesagt, Zitat, wo denn jenes gesellschaftliche Verhältnis sui generis zu suchen sei, dessen unausbleiblicher Reflex die Rechtsform ist, nämlich, so die Antwort von Paschukanis, das Verhältnis der privateigentümlichen Warenbesitzer im Warentausch. Das ist ganz interessant, nicht? Also Paschukanis folgt sozusagen demjenigen, was Marx über die Zirkulation sagt. Und er sagt also hier haust wirklich Freiheit, Gleichheit. Die Produktionssphäre bleibt bei ihm weitgehend ausgeklammert. Nicht? Das ist sozusagen also der Schritt, den Marx dann geht in der Aufdeckung des Mehrwertes. Der findet bei ihm methodologisch keine Entsprechung. Hiermit hat sich dann für Paschukanis auch die Annahme der bürgerlichen Rechtsphilosophie erledigt. Er nennt die so beim Namen, die, Zitat, das Rechtsverhältnis als ewige und natürliche Form einer jeden menschlichen Beziehung betrachtet. Darauf ist ja eben im Einleitungsreferat auch schon hingewiesen worden, also die Historizität des Rechtes, nicht? Also Recht ist sozusagen historisch entstanden und wird eben auch irgendwann absterben, diese These. Hatten wir ja auch schon gehört. Paschukanis alternative Grundthese zur bürgerlichen Rechtsphilosophie lässt sich aufgrund des bisher Dargelegten so zusammenfassen: Die Warenform bestimmt die Rechtsform und weil dies so ist, können die gesellschaftlichen Verhältnisse der Warenbesitzer auch rechtsförmig geregelt werden. Und damit wird dann die Rechtsform eben auch in diesem Sinne objektiv.
jetzt zur Methode im eigentlichen Sinne. Da, wie es Paschukan es bündig formuliert, die Warenform die Rechtsform hervorbringt, nicht, er hat öfters mal so ganz schlagende, verdichtende Formulierungen, sieht er sich berechtigt, die von Marx bei der Analyse der Ware im Kapital angewandte Methode auf die Analyse des Rechts zu übertragen. Erscheine nach Marx der Reichtum kapitalistischer Gesellschaften als eine ungeheure Warensammlung, so stelle sich analog die ganze Gesellschaft als eine unendliche Kette von Rechtsverhältnissen dar, sie eben auch schon erwähnt worden, nachdem die Rechtsform die gesellschaftlichen Verhältnisse normierend reguliere, wobei das juristische Rechtsverhältnis die Keimzelle des Rechtsgewebes sei. So, jetzt müssen wir mal auf die Metaphern achten. Marx sagt, eine ungeheure Warensammlung. Paschukanes sagt, eine unendliche Kette von Rechtsverhältnissen oder ein Rechtsgewebe. Das setzt er miteinander sozusagen ins Verhältnis und sieht hier eine Analogie. Ich würde sagen, ich sehe hier ein Problem, schon aufgrund der Metaphern. Es wird nämlich deutlich, dass die Analogie von Warenform und Rechtsform vorsichtig gesagt Schwierigkeiten macht. Die Warensammlung als Erscheinung des Reichtums kapitalistischer Gesellschaften ist ja zunächst ein bloßes Agglomerat und damit eben etwas ganz anderes als eine Kette von Verhältnissen oder ein strukturiertes Gewebe. Die tatsächliche Analogie wäre gewesen, wenn er sagt, sozusagen eine unendliche Kette von Austauschverhältnissen oder der Metamorphose der Ware, nicht darauf kommt er da zum Schluss ja auch zu sprechen, nicht das wäre die Analogie, aber das steht nicht in Analogie sozusagen zu dieser Warensammlung. Das sind völlig verschiedene Sachen. Das finde ich wichtig und darüber muss man sich auch schon Gedanken machen, denn das vierte in methodologischer Hinsicht entscheidende Kapitel des Buches, das Ware und Subjekt überschrieben ist, wo es also um das Rechtssubjekt geht, führt dann auch das Subjekt als Atom der juristischen Theorie ein. Das Subjekt, das Rechtssubjekt als Atom der juristischen Theorie. Mit diesem Atom, so sagt er ausdrücklich, wörtlich, habe die Analyse zu beginnen. Das steht nun wiederum tatsächlich in Analogie zur Ware als Elementarform des Reichtums, mit der Marx ausdrücklich die Analyse beginnen will. Also die einzelne Ware, das Rechtssubjekt. Das ist sozusagen etwas anderes als das, was er vorher sagt. Der Anfang beim Rechtsverhältnis hingegen, im dritten Verhältnis- und Norm überschriebenen Kapitel, wo am Anfang dies mit der Warensammlung vorkommt, würde bei Marx der späteren Analyse des Austauschverhältnisses und der Analyse der Wertform entsprechen. Weshalb diese im Übrigen uneingestandene Inkongruenz in der Anlehnung an Marx Kapital? Ich glaube, dass diese Inkongruenz zwingend ist, weil Paschukanes die von ihm vorausgesetzte Analogie gar nicht durchführen kann. Kurz gesagt, ihm fehlt eine Entsprechung zum wahren Körper als Ding mit Eigenschaften, die ihn zum Gebrauchswert machen. Das müsste er haben, wenn er sozusagen bei der ungeheuren Warensammlung ansetzt. Das hat er nicht. Das Subjekt als Atom der juristischen Theorie ist das für ihn aber nun gerade nicht. Denn es ist nichts weiter als der, wie er sagt, allgemeinste Ausdruck des Eigentumsverhältnisses als freie Verfügung auf dem Markte. Das heißt, das Rechtssubjekt entspricht der Austauschbarkeit der Waren, ihrer Tauschwert- oder Wertseite und nicht ihrer Gebrauchswertseite. Anders gesagt, etwas polemisch, Paschukanes tut im Blick auf Marx so, als habe die Ware nur Tauschwert und keinen Gebrauchswert. Er tut dies nicht deshalb, weil er Marx Kapital nicht oder schlecht verstanden hätte. Er tut dies deshalb, weil sein Begriff des Rechts reduktionistisch ist und er neben der spezifisch gesellschaftlichen Form und Funktion des Rechts als bürgerlichem Recht im doppelten Sinne des Zivilrechts und des durch die bürgerliche Gesellschaft inhaltlich geprägten Rechts nicht mehr die Funktion des Rechts als Konstituents individueller Freiräume kennt, die der Begriff des Rechtssubjekts als Person impliziert.
Ich komme hierauf noch zurück, gehe zunächst noch weiter der Analogie von Warenform und Rechtsform nach. Wenn ich es richtig sehe, konzipiert Pashukan es den Begriff der Norm in Entsprechung zu Marx Wertbegriff. Wie der Wert Ausdruck eines gesellschaftlichen Verhältnisses ist, der gesellschaftlichen Produktion privater Eigentümer, keinesfalls aber dieses Verhältnis konstituiert, dann wäre ja der Wert sozusagen Existenzbedingung des Gesellschaftlichen überhaupt, nicht? Dieser Schein entsteht natürlich nach Marx in der kapitalistischen Produktionsweise, wenn sie sich selbst sozusagen verewigt als historisch spezifische Produktionsweise. Also so ist auch die Rechtsnorm Ausdruck gesellschaftlich bereits konstituierter Rechtsverhältnisse, aber bringt nach Pashukanes diese Verhältnisse keineswegs hervor. Das bedeutet unmittelbar zum Beispiel, dass der Staat als normsetzende Gewalt im Prinzip rechtstheoretisch entbehrlich ist oder jedenfalls eine weitaus geringere Rolle spielt, als die meisten Rechtstheoretiker es meinen. Darauf weist Pashukanes ausdrücklich hin. Recht entsteht, so behauptet er als historische Tatsache, aus einer Interessenkollision von Privateigentümern. Zitat: Historisch beginnt das Recht mit dem Streit, das heißt mit der Rechtsklage. Die Norm sei nichts weiter als die, so wörtlich, organisatorische Regel, nach der solche Kollisionen reguliert werden, und der Inhalt orientiert sich am Selbstzweck der Warenzirkulation. Das ist sozusagen die grundlegende These über die Entstehung von Rechtsnormen. Das sagt, die sind im Prinzip aus der Warenzirkulation abgeleitet. Indem diese als Selbstzweck angesehen wird, ist sie normgebend und sozusagen wird dann als Norm angewandt, wenn es sozusagen zu Konflikten kommt innerhalb der Warenzirkulation. Da die Waren bekanntermaßen, wie Marx so schön sagt, nicht selbst zum Markte gehen können, sondern dass es sozusagen zum Markt getragen werden müssen von Personen, sind das natürlich dann Konflikte zwischen den Warenbesitzern. Um diese These, dass die Norm gewissermaßen aus der Warenzirkulation oder genauer gesagt aus dem Selbstzweck der Warenzirkulation abgeleitet ist, um diese These plausibel zu machen, muss Pashukanes den Doppelcharakter des Rechts als objektives und subjektives, als äußerliche autoritäre Regelung einerseits und als Form der subjektiven privaten Autonomie andererseits, so spricht es Pashukanes an, nivellieren. Er tut dies, indem er beide Seiten nach einem Rechtsverhältnis, nach dem Prinzip von Schuld und Verpflichtung aufeinander bezieht. Zitat: Die Schuld der einen Partei ist etwas, was der anderen Partei zukommt und ihr gesichert ist. Was von der Seite des Gläubigers betrachtet Recht ist, ist für den Schuldner Verpflichtung. Die Kategorie des Rechts wird nur dort logisch vollendet, wo sie den Träger und Inhaber des Rechts in sich schließt, dessen Rechte nichts anderes sind als die ihm gegenüber bestehenden Verpflichtungen anderer. Nicht? Also wenn einer ein Recht hat, ist das im Grunde genommen sozusagen immer komplementär zu der Verpflichtung eines anderen. Nicht? Das ist sozusagen, es ist ein wechselseitiges Austauschverhältnis. Nicht? Also es gibt nicht sozusagen hier, das ist dann auf der Ebene ausgeschlossen oder es wäre dann also bloßer Schein, so etwas wie subjektive Freiheitsrechte, die ja gar nicht sozusagen eine Verpflichtung anderer, jedenfalls nicht unmittelbar bedeuten, nur mittelbar dadurch, dass der andere gehalten ist, die Freiheit der anderen auch zu respektieren. Man muss sich die Konsequenz dieser Aussagen ganz klar machen, denn sie ist die Antwort darauf, was als persönliche Autonomie, der von Pashukanes in dem Zusammenhang gebrauchte Ausdruck private Autonomie ist ja schon pejorativ, was also persönliche Autonomie in Wahrheit ist. Nach Pashukanes nur Verfügung über Privateigentum auf dem Markt. Die Kategorie des Rechts als solchen wird, da ja das Privatrecht und näher das Vertragsrecht sozusagen der Kern des Rechts ist, letztlich
auf Obligationenrecht heruntergebrochen, also das Recht, welches solche gegenseitigen Verpflichtungen beschreibt. Damit aber, so Paschukanis, seien auch, sagt er wörtlich, die Eigenheiten des Rechts als logische Kategorie aufgedeckt. Gemeint ist wohl die Vorstellung eines Wechselverhältnisses. Der Folge wird dann behauptet, die, Zitat, grundlegenden Definitionen des Privatrechts seien nichts anderes als die Definition des Rechts überhaupt. Auf dieser Grundlage kann es kaum erstaunen, dass in Ausführung zum Subjekt, im Kapitel Ware und Subjekt, dann das Rechtssubjekt nicht mehr ist als eben bloß der Warenbesitzer. Die Kategorie des Rechtssubjekts, so dekretiert Paschukanis mehr, als dass er es argumentativ herleitet, werde, Zitat, selbstverständlich aus dem auf dem Markte vor sich gehenden Tauschakt abstrahiert. Und weiter. Das juristische Subjekt ist ein in den Wolkenhimmel versetzter, abstrakter Warenbesitzer. Sein Wille im juristischen Sinn hat seine reale Grundlage in dem Wunsch zu veräußern im Erwerben und zu erwerben in der Veräußerung. Also hier ist wieder dieses System wechselseitiger Verpflichtung. Wenn ich erwerbe und veräußere, dann werden Äquivalente getauscht. Darauf reduziert sich sozusagen der Wille. Mit diesen Formulierungen, und jetzt komme ich sozusagen zum allgemeineren methodologischen Hintergrund, zum, wenn Sie wollen, rechtsphilosophischen, mit solchen Formulierungen grenzt Paschukanis sich ausdrücklich von idealistischen Rechtstheorien ab, wie er sich bezeichnet, welche den Begriff des Subjekts, wie er sagt, aus dieser oder jener allgemeinen Idee, das heißt auf rein spekulativem Wege entwickeln. Hierbei verweist er auf so unterschiedliche Theoretiker wie Georg Friedrich Puchter als Vertreter der historischen Rechtsschule, die von Savigny begründet wurde, den ich vorhin zusammen mit der Lex Gans erwähnt habe, und auf Hegel, also recht unterschiedliche Köpfe, die jedoch in den von ihm angeführten Zitaten beide den Begriff des Subjekts eben nicht aus dieser oder jener Idee, womit Paschukanis wohl meint, willkürlich ableiten, sondern hier nun ausnahmsweise einmal darin übereinkommen, dass sie Freiheit als Grundbegriff des Rechts bestimmen. Nun haben wir bereits gesehen, dass Paschukanis mit diesem Begriff nicht zu Recht etwas anzufangen weiß. Ich meine, das ist vor allem der Punkt, wo er letztlich aus dem marxischen Diskurs rausspringt, sondern Freiheit nur als freie Verfügung über das Privateigentum versteht. Alles andere hält er offenbar für ideologische Nebelbildung, welche die Grundlage des Rechtsverhältnisses mystifizieren. Träger der Freiheit, so wörtlich, ist ihm zufolge das Subjekt nur hinsichtlich der Freiheit anzueignen und zu veräußern. Paschukanis zitiert unter anderem Hegels Rechtsgebot in § 36 der Grundlinien der Philosophie des Rechts. Da heißt es, sei eine Person und respektiere die anderen als Personen. Das ist für ihn ein Beispiel für die Freiheit anzueignen und zu veräußern. Nun besteht kein Zweifel, dass die Person als rechtsfähiges Subjekt dabei auch als Eigentümer und vertragsfähiges Subjekt von Hegel gedacht ist. Ebenso wenig ist jedoch zu bezweifeln, dass der Begriff der Person sich darin erschöpft. Der Rechtsbegriff der Person begründet die Sphäre des abstrakten Rechts, die gerade deshalb, weil von den Besonderheiten der Individuen abstrahiert wird, nicht rechtlich normierte Freiräume eröffnet. Sie begründet damit das, was Hegel das Recht der Besonderheit des Subjekts nennt, das Recht, sich, wie er sagt, befriedigt zu finden oder was dasselbe ist, das Recht der subjektiven Freiheit, welches den Wende- und Mittelpunkt in dem Unterschiede des Altertums und der modernen Zeit ausmacht. Ohne Zweifel eine Abstraktion. Eine Abstraktion, die der Begriff der Rechtsperson vollzieht. Und diese Abstraktion ermöglicht es aber auch erst, die Menschen als Menschen und keineswegs als Warenbesitzer oder nur als Warenbesitzer in gleiche Rechte zu setzen. Sie ist insofern das,
was man in dialektischen Theorien eine verständige Abstraktion nennt. Zitat Hegel: Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener und so fort ist. Dies Bewusstsein, dem der Gedanke gilt, ist von unendlicher Wichtigkeit. Hiermit ist Menschsein als rechtliche Bestimmung ausgesprochen. Es ist, wie Hegel im Blick auf die bürgerliche Stellung der Juden, und das war ja damals Lex Gans, denke ich, ein wirkliches Thema, bemerkt, Menschsein ist mehr als eine flache, abstrakte Qualität. Diese Qualität haftet dem Menschen zwar nicht von Natur an, sie ist geschichtliches, gesellschaftlich vermitteltes Produkt. Erst in der Moderne wird Menschsein zur Rechtsbestimmung. Aber es ist gleichwohl eine Qualität, die darüber hinausgeht, nur sozusagen flach, abstrakt zu sein. Es liegt hierin sozusagen die Gleichheit, egal welcher Herkunft, welchen Glaubens und so weiter. Das sind ja keine Kleinigkeiten. Pashukanis dagegen zitieren eine schlechte Abstraktion, vergleichbar der Wertabstraktion, die von der Gebrauchswertseite der Ware absieht. Es, Zitat, lösen sich alle konkreten Besonderheiten, die den einen Vertreter der Gattung Homo sapiens von dem anderen unterscheiden, in der Abstraktion des Menschen überhaupt, des Menschen als juristischen Subjekts auf. So wörtlich. Das halte ich also für eine gigantische Fehleinschätzung. Übersehen wird, dass die Abstraktion nicht nur zu einem negativen Resultat führt, sondern Freiräume eröffnet, in denen die unterschiedlichen Qualitäten der Individuen allererst zur Geltung gebracht werden können. Beides ist eben nicht voneinander zu trennen. Weshalb für Hegel das Prinzip der Besonderheit, also das durch das abstrakte Recht konstituierte Prinzip der Besonderheit, auch ein Moment des Gegensatzes aufweist, wie er sagt, und zunächst wenigstens ebenso wohl identisch mit dem Allgemeinen als unterschieden von ihm ist. Es ist identisch mit dem Allgemeinen, indem es als allgemeines Recht eingefordert und anerkannt wird, die Gleichheit vor dem Gesetz, egal welcher Herkunft, welches Glaubens und so weiter, das bloße Menschsein. Es ist aber unterschieden auch von dem Allgemeinen, dem es gerade die Besonderheit zur Geltung bringt und ihrer Entfaltung Freiräume eröffnet. Pashukanis, das muss man sagen, nimmt von Hegel nur beiläufig Notiz und scheint ihn wenig zu kennen. So ist ihm auch die Pointe entgangen, dass das Rechtssubjekt bei Hegel keineswegs als atomare Einheit gilt, sondern im Gegenteil historisches Resultat gesellschaftlicher Vermittlung ist. Und hierin kommt Hegel mit Marx überein, ich hatte das bereits eingangs zitiert, für den der Mensch im wörtlichsten Sinn ein Zoon Politikon, nicht nur ein geselliges Tier, sondern ein Tier, das nur in der Gesellschaft sich vereinzeln kann, ist. Pashukanis dagegen rekurriert auf den negativen Freiheitsbegriff naturrechtlicher Vergesellschaftungstheorien, für den er sich vor allem auf Fichte beruft, mit dem setzt er sich auseinander. Und er tut dabei so, als hätte es eine Kritik dieses Modells erst mit Marx gegeben. Pashukanis reduziert die widersprüchliche Natur des notwendig abstrakt allgemeinen Rechts auf die Abstraktion, die er mit der Wertabstraktion gleichsetzt. Er abstrahiert dabei aber selbst von der Kehrseite der rechtlichen Abstraktion, die das Recht der Besonderheit positiv zur Geltung bringt. Die aufgezeigte Inkongruenz zur marxischen Methode im Kapital hat hierin ihren Grund. Wie Marx den Gebrauchswert als den wahren Reichtum jeder Gesellschaft bestimmt und insofern als ein potenziell die kapitalistische Ökonomie überschießendes Element in die Analyse einführt, so wäre das Recht der Besonderheit im Recht ein solches überschießendes Moment über den Rahmen der spezifisch bürgerlichen Rechtsordnung hinaus. Dass dieses Recht der Besonderheit, in welcher Form auch immer, auch in einer postkapitalistischen Gesellschaft zur Geltung zu bringen ist, hat Marx im ersten Band des Kapital deutlich gemacht. Er unterscheidet dort, ich habe es vorhin schon angesprochen, zwischen dem individuellen, auf eigene Arbeit gegründeten Eigentum sowie dem kapitalistischen Privateigentum an Produktionsmitteln. Ersteres, das individuelle Eigentum,
wäre auf Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Ära, der Kooperation des Gemeinbesitzes der Erde und der durch die Arbeit selbst produzierten Produktionsmittel allererst wiederherzustellen. Als individuelles ist dieses Eigentum gemäß der Logik des Rechts, der Besonderheit, unterschieden vom Allgemeinen als Gemeinbesitz und doch selbst allgemein. Zu regeln wäre ein solcher Gegensatz wohl auch nur rechtlich, nach meiner Auffassung, aber das ist ein anderes Kapitel. Ich komme damit zum Schluss. Die soeben zitierte Äußerung Marx verweist auf eine Alternative zur kapitalistischen Gesellschaft, damit sicher auch auf eine Alternative zum Recht im engeren Sinne des bürgerlichen Rechts, aber nicht unbedingt auf eine Alternative zur Rechtsform überhaupt. Eine Abschaffung des Rechts, so meine These, ließe sich nur aus der Perspektive eines schlechten Romantizismus denken, in dem das Individuelle und das Allgemeine unmittelbar zusammenfallen. Ausdrücklich behauptet Paschukanis auch, dass mit dem Absterben der Kategorien des bürgerlichen Rechts das Recht überhaupt absterben werde. Die reale Voraussetzung für eine solche Aufhebung der Rechtsform, der Rechtsideologie, wie er es nennt, ist jedoch ein Zustand der Gesellschaft, in dem der Widerspruch zwischen individuellem und gesellschaftlichen Interessen überwunden ist. Das war jetzt Zitat. Damit ist nun freilich mehr gemeint als bloß die Vermeidung eines Antagonismus, was an sich harmlos wäre. Gemeint ist, dass die Individuen sich der Herrschaft einer allgemein gewordenen instrumentellen Vernunft unterwerfen, deren Ankunft Paschukanis martialisch beschwört. Zitat: Der Endsieg der Planwirtschaft wird ihre, der Produzenten, Verbindung untereinander zu einer ausschließlich technisch zweckmäßigen machen und wird damit ihre juristische Persönlichkeit töten. Wenn nun meint, die Rechtsform solle künftig in eine Sphäre der Moralität als gelebter Sittlichkeit im Verhältnis der Individuen aufgehoben werden, hat sich geirrt. Das Kapitel über Recht und Sittlichkeit belehrt uns darüber, dass der Mensch als moralisches Subjekt, das heißt als gleichwertige Persönlichkeit, das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen, der Mensch als gleichwertige Persönlichkeit im Prinzip nichts weiter sei als das Rechtssubjekt, in Paschukanis Worten, nichts weiter als die Vorbedingung für den Tausch nach dem Wertgesetz. Wenn, so folgert er, die moralische Persönlichkeit, das ist auch Zitat, nichts anderes ist als das Subjekt der Waren produzierenden Gesellschaft, so muss sich das moralische Gesetz als Regel des Verkehrs zwischen Warenbesitzern offenbaren. Der Universalismus der ethischen Form und folglich der Rechtsform, alle Leute sind gleich, alle besitzen ein dieselbe Seele, alle können Rechtssubjekte sein und so weiter, ist nun zwar, was Paschukanis einräumt, älter als die warenproduzierende Gesellschaft, sei aber, so wird uns gesagt, Zitat, den Römern durch die Praxis des Handelsverkehrs mit Ausländern, das heißt mit Leuten fremder Bräuche, fremder Sprache, fremder Religion, aufgezwungen worden. Solcher Vulgärmaterialismus, ich halte das für Vulgärmaterialismus, wird ergänzt durch einen ebensolchen Romantizismus in Bezug auf die zukünftige Gesellschaft, in der, wie Paschukanis mehrfach betont, die Grenzen des Ichs verwischt werden, sodass Individuum und Klasse verschmelzen, beziehungsweise in der Mensch der Zukunft, Zitat, sein Ich im Kollektiv aufgehen lässt und darin die größte Genugtuung und den Sinn des Lebens findet. Es ist dies eine Gesellschaft, in der alles auf den Menschen selbst reduziert ist. Diese Reduktion ist aber im Kern nichts anderes als die Abstraktion von der Individualität, dem Ich, der Persönlichkeit, zugunsten eines sozial-funktionalen Wesens, als welches der neue Mensch ausgerufen wird. Eine Abstraktion, welche viel weitreichender ist als die zuvor kritisierte Wertabstraktion. Mit Marx' Vision eines Vereins freier Menschen, so meine ich, hat das alles nichts mehr zu tun. Für diejenigen, die ihr Ich noch nicht im Säurebad des Kollektivs aufgelöst haben, hält Paschukanis übergangsweise einen neuen kategorischen Imperativ bereit. Der lautet so: Handle so, dass du deiner Klasse den größtmöglichen Nutzen bringst. Paschukanis meint allen Ernstes, das stehe im Gleichklang mit Kants Formulierung des kategorischen Imperativs.
nicht gesehen hat er dabei, dass dieser neue kategorische Imperativ sich nicht auf die Maxime des Willens, wie bei Kant, sondern auf die Handlung selbst bezieht. Diese aber kann im Unterschied zur Gesinnung rechtsrelevant werden, wenn der Nutzen des Kollektivs entsprechend zur Norm erhoben wird. Dass der Sinn dieser Norm ist, die Persönlichkeit auszuschalten, die Persönlichkeit ist ja nur Rechtssubjekt, das muss getötet werden, setzt sie dem nichts entgegen, sie auch so zu exekutieren, wie es in der stalinistischen Sowjetunion an Millionen vollzogen wurde und schließlich auch Paschukanis selbst traf. Seine Tragik besteht darin, dass er einem Rechtsnihilismus vorgearbeitet hat, dem er schließlich selbst zum Opfer fiel. Seine methodologisch wie inhaltlich mehr als fragwürdige Theorie lässt sich aber dadurch, so meine ich, nicht rehabilitieren. Herzlichen Dank an die Referenten. Es gäbe jetzt die Möglichkeit, noch 10 Minuten Rückfragen zu stellen. Wir haben nicht gesagt oder angedacht, jetzt eine Diskussion folgen zu lassen, all die, weil wir ja Workshops haben, jetzt ab 19.30 Uhr und den ganzen nächsten Tag. Und es gibt ja auch, wie ich schon vorhin bemerkt habe, die Abschlussdiskussion zu Kritik an Paschukanis, wo ihr nochmal alles, was ihr auch in den also heute Abend und morgen sammelt, loswerden könnt. Ich sammle jetzt Rückfragen an die Referenten. Hier habe ich schon mal. Was ist Naturrecht? Hast du was? Ja, was haben wir? Ich hätte gerne, dass Sie den Begriff des Freiraums, den Sie vorhin so in Ihrer Kritik an Paschukanis Rechtsabstraktion verwendet haben, vielleicht ein bisschen mehr spezifizieren und entfalten. Ganz kurz vielleicht. Mich würden die Beziehung zum heutigen Rechtssystem interessieren. Also die Vielfalt, die überbordende Vielfalt von Rechtsvorschriften, die heutzutage offiziell gültig sind. Habe ich das richtig verstanden, dass die Analogie, die Paschukanis macht, die Analogie von Rechtssubjekt zu Ware ist und nicht von Rechtstitel zu Ware? Wenn ich das richtig verstanden habe, würde ich gern, also ich fände es viel plausibler, Rechtstitel als Ware quasi da die Analogie zu ziehen. Warum er da auf das Rechtssubjekt gekommen ist. Ich nehme noch die letzte. Ich würde mal an die Frage zum Freiraum anschließen und es nochmal ein bisschen weiterführen. Im Warentausch, so wie ich es verstehe, werden ja auch Freiräume im Vergleich zu anderen Gesellschaftsformen geschaffen. Würden Sie dann auch sagen, die emanzipatorische Seite des Rechts, die für Sie dann führt zur Zielsetzung Recht auch in einer zukünftigen Gesellschaft, heißt dann auch Erhalt oder Reform oder irgendwas in der Richtung in Bezug auf den Warentausch, Äquivalenzprinzip. Und zum Zweiten, das betrifft dann nochmal den Rechtsbegriff, also wenn sich jetzt alles an Herrn Arndt, trennen Sie das Recht vom Staat, also speziell jetzt auch bezogen auf dessen Funktion Gewaltsicherung und Sanktionsbewährung, oder ist das für Sie miteinander verbunden? Ich kann ein paar Fragen übernehmen. Ja, ich möchte mal auf ein paar Fragen antworten hier. Zum einen auf die Analogie-Frage. Also der Begriff des Rechtstitels spielt keine Rolle, denke ich. Wobei ich auch durchaus Andreas Arndt zustimmen will, dass die Analogie verfehlt ist, aber deswegen nicht der gesamten Auffassung folge,
Pashukan ist erste Überlegung, im Bauschenbogen zu verdammen. Aber das ist noch ein anderes Kapitel. Insofern ist es schon eine Analogie, die Pashukan versucht zu ziehen zwischen dem Begriff der Ware und dem Begriff des Rechtssubjekts in der jeweiligen Abstraktheit, in dem jeweiligen Absehen von den Besonderheiten, also ähnlich wie diese Gegenüberstellung von Tauschwert, Gebrauchswert, Rechtssubjekt und konkreten Individuum. Und das ist natürlich auch tatsächlich verfehlt, denke ich, diese Analogie, weil sie auch nicht durchzuhalten ist, weil es auch, denke ich, gar nicht notwendig gewesen wäre, die so herzustellen. Die anderen Fragen waren... Kurz, was ist Naturrecht? Naturrecht ist sozusagen die Vorstellung, dass sozusagen ein mit irgendwelchen Rechten ausgestattete Individuen gibt, bevor sie sozusagen in einem eigentlichen Sinne Rechtszustand mit juristischen, staatlichen Institutionen und so weiter eingetreten sind. Also die gewöhnliche Vorstellung, und in dem Sinne bezieht sich auch Pashukanis dann eben auf Naturrechtstheorien, ist die, Sie kennen das von Hobbes zum Beispiel, nicht? Also die atomisierten Individuen sozusagen stehen in einem Kampf aller gegen alle. Kant hat das dann nochmal sehr schön paraphrasiert, sagt, da stellen wir uns vor, ein Volk von Teufeln, die also alle wirklich nur das Böse wollen, aber die müssen irgendwie zum Schluss dann doch kooperieren, also schaffen sie einen Rechtszustand. Ja? Also das ist diese Vorstellung, dass sozusagen die Menschen von Natur aus mit sozusagen gewissen Rechten ausgestattet sind. Daher kommt natürlich dann auch die Vorstellung der Menschenrechte und sozusagen beim Eintritt in den Rechtszustand dann also irgendwelche Kompromisse geschlossen werden. Also Recht ist dann sozusagen die Begrenzung oder wie Kant sagt, Einhegung sozusagen der individuellen Freiheit, weil ja sozusagen die Freiheit des einen an der Freiheit des anderen sich stoßen kann. Nicht? Also kann nicht jeder seine Freiheit ausleben. Hegel und auch Marx haben sozusagen die umgekehrte Idee, dass sie sagen, Zuschreibung von Recht, dass Einzelne als Mensch Rechtssubjekte sind, Personen sind im rechtlichen Sinne und dann also mit Rechten ausgestattet sind, ist ein historisches, gesellschaftliches Produkt. Das ist nicht der Naturzustand, sondern es ist der Zustand, der sozusagen gesellschaftlich konstituiert wird. Also Recht ist, könnte man dann sagen, mit Hegel gesellschaftlich konstituierte Freiheit. Dann bin ich auch bei der Frage mit den Freiräumen. Die Frage des Freiräumes meint eben, dass tatsächlich sozusagen jenseits von sozusagen arbeitsteiligen oder sonstigen Verpflichtungen überhaupt erst solche Möglichkeiten geschaffen werden müssen, wo Einzelne sich auch tatsächlich sozusagen in ihrer Besonderheit betätigen können. Und das heißt also, wo sie ihre Individualität zur Geltung bringen können. Und klassischerweise ist das eben innerhalb der Hegelschen Rechtstheorie sozusagen die Funktion des abstrakten Rechts. Also das, was gerne sozusagen als Nachteil angesehen wird, die Abstraktion von den Besonderheiten, bedeutet in der Konsequenz, um es jetzt mal auf eine sehr einfache Formel zu bringen, dass dann eben sozusagen besondere Verhaltensweisen rechtlich nicht normiert sind. Das heißt also, in Belieben, kann man sagen, des Einzelnen stehen. Und er sich entsprechend eben auch dann äußern kann und verhalten kann. Also zum Beispiel mit der durchaus ja nicht unwichtigen Konsequenz, zum Beispiel Religion ist Privatsache des Individuums. Ob er religiös ist oder nicht religiös, welcher Religion er angehört, kann er selbst bestimmen, geht niemand weiter was an. Nicht? Er darf sich natürlich auch mit anderen Gleichgesinnten zusammentun. Das ist kein Problem. Also in diesem Sinne ist das zu verstehen. Die Frage sozusagen, wie das sozusagen mit einer, ich sag jetzt mal, Regulierungswut für alles und jenes, also bis hin zum Krümmungsgrad von Gurken und Bananen im Rahmen der EU,
zusammenzubringen ist, ist natürlich eine interessante Frage. Ich habe, aber da müsste man tiefer einsteigen. Ich würde erstmal sagen, dass wir hier ein merkwürdiges Phänomen vor uns haben, dass ja hier solche Sachen letztlich nicht wirklich rechtlich geregelt werden, sondern also sozusagen auf der Basis von Verträgen geregelt werden, also zwischenstaatlichen Verträgen, wie in diesem Geflecht der Europäischen Union, und daraus dann also wieder irgendwelche Regulierungen erfolgen. Ich sehe hier sozusagen natürlich eine gewisse Spannung zu der Idee eines allgemeinen Rechtes und vor allem eines Rechtes, welches irgendwo dann also auch vom Souverän, jedenfalls in einem demokratischen Staatswesen, vom Volke ausgeht und dort auch noch kontrollierbar ist. Aber das, glaube ich, ist eine Baustelle, die hier jetzt im Rahmen dieser Erörterung, also Paschokanis ist ja auch schon fast 100 Jahre her, nun, das ist eine Entwicklung, die danach eingesetzt hat, die auch Marx ja nicht antizipiert hat. Vielleicht ganz kurz dazu nur, um da einzuhaken. Ich bin ja nicht ganz einer mit Andreas Ahn, was jetzt die Frage angeht, worauf sich auch Marx im Gotha-Programm bezogen hat, auch Paschokanis, was ist, woran übt man Kritik am bürgerlichen Recht? Und ich denke schon, dass sich diese Rechtskritik oder die Kritik am des bürgerlichen Rechts auf das Recht der bürgerlichen Gesellschaft bezieht. Und insofern wäre es natürlich interessant, mal zu untersuchen, warum überhaupt diese Regulierung, warum überhaupt sozusagen diese Verallgemeinung der rechtlichen Beziehungen solche Dimensionen angenommen hat. Und ich kann es natürlich nicht belegen, und es ist natürlich auch schwierig, Paschokanis mit seinem kurzen Werk dazu heranzuziehen, was sehr fragmentarisch geblieben ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass man durchaus davon ausgehen kann, dass es im Zusammenhang steht, auch mit dieser Art des Rechtsbegriffs, wie Paschokanis entwickelt hat, also auf Grundlage des Rechtssubjekts. Selbst die letzte EU-Norm mit der Regulierung von Bananengrößen oder Ähnlichem. Ja, also ich nehme das jetzt, war es glaube ich auch gemeint als Ergänzung, und Rechtsstaat ist natürlich eine ganz schwierige Kiste. Paschokanis verweist ja an einer Stelle darauf, dass es da auch bei den sogenannten Klassikern uneindeutige Formulierungen gibt, was die Funktion des Staates angeht. Also ob der Staat sozusagen wirklich sozusagen eindeutig sozusagen einer Klasse zuzuordnen ist, oder ob es eben doch hier sozusagen die Repräsentanz eines Allgemeinen gibt. Ich glaube auch nicht, dass diese Ambivalenz zum Beispiel in Bezug auf Marx auflösbar ist. Marx spricht in seinen frühen Schriften, vor allem der 1843er Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, also dieser Text, wo er so einige Paragraphen der Rechtsphilosophie durchbuchstabiert, ganz klar davon, dass er sagt, also der Staat ist sozusagen Ausdruck der bürgerlichen Gesellschaft, später, in dem, was ich zitiert habe, dem Sinne nach zitiert habe, in diesen Instruktionen des Generalrates der Internationalen Arbeiterassoziation, kehrte er im Grunde genommen, muss man sagen, zu dem Hegelschen Konzept zurück, nämlich der bürgerlichen Gesellschaft Fesseln anzulegen durch das politische Gemeinwesen und hier mit der Form des allgemeinen Rechtes. Das geht natürlich nur, wenn man zugesteht, dass Recht und Staat nicht von vornherein sozusagen identisch sind mit sozusagen nur Interessenvertretung der ökonomisch herrschenden Klasse. Jedenfalls ist das schwer vorstellbar, dass dieses Konzept überhaupt sozusagen in den Kopf hätte kommen können, wenn Marx so gedacht hätte. Also er sieht hier offensichtlich eine Ambivalenz, wie weit die reicht, wie weit das situationsbedingt ist und so weiter. Das kann und muss man alles diskutieren. Muss ich jetzt hier nicht weiter erörtern. Also wichtig ist nur, es gibt hier eine Ambivalenz, aber die würde ich jetzt auch nicht gewaltsam sozusagen bereinigen wollen nach dem Motto, der Staat ist in jedem Fall nur Instrument von Klassenherrschaft nach Marx und Recht ist nur Instrument von Klassenherrschaft und sonst nichts. Und
Die Frage noch nach der sozusagen, inwieweit der Warentausch sozusagen an der Rechtsform klebt. Also ich glaube, sozusagen müsste mal durchdeklinieren, was ja noch kaum gemacht worden ist, was das eigentlich heißt, diese Passage mit dem individuellen Eigentum, nicht, wie so etwas praktizierbar wäre. Was sich Marx dabei vorstellt, ist ja offensichtlich, dass es eine Verfügung der einzelnen Produzenten individuell über das von ihnen Produzierte gibt. Nun kann das nicht bedeuten auf der Basis eines Gemeinbesitzes, dass sie sich das privateigentümlich aneignen. Es kann nur bedeuten, meine ich, dass es so etwas gibt, sozusagen wie eine Mitbestimmung der Einzelnen über die Produktion und auch über die Distribution der Produkte. Wie das glaube ich, tritt an die Stelle sozusagen des Privateigentums, welches dann in Austauschverhältnisse tritt. Ob so etwas sozusagen jenseits rechtlicher Normierungen funktionieren kann, das wäre zu diskutieren. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es jenseits rechtlicher Normierung irgendwie funktionieren kann, die Ausübung eines solchen individuellen Eigentumsrechts. Aber das ist sicher sozusagen eine andere Normierung als die erfolgt, wenn ich sozusagen privateigentümliche Warenbesitzer Waren austauschen lasse. Nicht? In der Hinsicht findet eine Überschreitung des bürgerlichen Rechtshorizontes statt. Ich bin vorsichtig und würde sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Überschreitung des Rechts, der Rechtsform überhaupt stattfindet. Dazu eine Schlussanmerkung. Ich denke, diese Vorstellung, sozusagen ohne das Recht auskommen zu können, ist ähnlich schwierig wie die Vorstellung, ohne wahre Geldbeziehung auskommen zu können. Und das ist wahrscheinlich gleichen Ursprungs das Problem. Ich will das auch gar nicht weiter kommentieren, aber so würde ich das interpretieren. Vielen Dank.